Füße, der Ball und der Mann, der beides kontrolliert. Jefferson for fun. Seine Leidenschaft, Tricks. Schon seit frühester Kindheit. Zwei Stunden, immer mit Ball in mein Haus. Immer versuchen, Tricks, Dribbling, alles. Heute zeigt Jeff seine Tricks Joe und Mike aus Epe bei Gronau. Die 15-jährigen Zwillinge sind ganz nah dabei, während Jeff seine Trickkiste auspackt. Der Ball tanzt beinahe so, wie Jeff es will. Beinahe geradezu tröstlich, dass auch mal was schief geht. Und nochmal einer, um am Verteidiger vorbeizukommen. Ole! Und jetzt dürfen sie mit Jeff zusammenspielen. Es geht darum, sich warm zu machen. Klappt doch schon ganz gut. Jeff wird einen Trick vorführen, einen Starter, einer, mit dem man loslegen kann. Und Joe ist so mutig und versucht, das Ganze nachzumachen. Einmal, zweimal. Beim dritten Mal hat er es schon fast hinbekommen. Also nochmal, genau hinschauen. Das Ganze splitten. Erst den Ball hinten hochziehen an der Wade und dann einmal aufziehen. So geht's. Klasse, Joe. Ja, cool. Hat uns sowas gezeigt. Alles können wir nicht, aber wir versuchen das natürlich jetzt noch zu üben und nachzumachen. Apropos üben, hier nochmal in Zeitlupe. So geht's. Und dann können die weiteren Tricks kommen. Für heute legt Jeff noch ein paar Dribblings drauf. Und zum Abschluss nochmal einen seiner absoluten Lieblinge, die Schulter. Der ist schon was für Fortgeschrittene. Und immer dran denken, üben, üben, üben. Ja, und wenn man mit anderen kickt, dann kann man das auch nachher selber dann. Wenn einer den zeigt, dann zeigt jemand einen anderen wieder. Dann geht es auch immer weiter und dann kann man ihn auch besser. Am Ende dann noch ein bisschen hochhalten mit Jeff, der zufrieden war mit seinen Jungs, mit Mike und mit Joe aus der B1 von Vorwärts Epe. Ja, habe ich schon gut gemacht, die Junge, gute Qualität. Also ich bin ja nicht so gut wie er, aber hat wohl Spaß gemacht und war auch wohl interessant. Der Starter aus Jeffs Trickkiste. Wetten, dass der in Epe demnächst geübt wird? Alles Gute. Danke. Alles Gute.